Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, ich war eben arbeiten, deswegen konnte ich das Video jetzt noch nicht direkt machen. Und zwar ist Perisic zum FC Bayern jetzt, der Wechsel ist fix. Beim letzten Mal hatte ich ja das Sané-Video gemacht, da war der Wechsel ja schon so gut wie fix, aber er hat sich ja leider verletzt. Dann musste der FC Bayern anders planen, ich denke aber vielleicht... Ja, sie hätten ihn wahrscheinlich nicht geholt, weil da manche dagegen waren. Aber sie waren wahrscheinlich schon an ihm interessiert. Und jetzt ist er gekommen. Und ja, ich muss sagen, ich finde das sehr gut. Weil ich finde, dass das ein super Spieler ist. Er ist natürlich 30 Jahre alt. Aber wenn man mal überlegt, Robben und Ribéry mit 5 und 36. Ja, da kann man noch auf jeden Fall, falls die Bayern ihn dann in einem Jahr für ca. 20 Millionen verpflichten, auf jeden Fall einiges noch erwarten, bis 35 oder so oder 36 können die natürlich noch auf dem Top-Niveau spielen. Natürlich dann mit weniger Einsatzzeiten irgendwann, aber ja, man hat es jetzt auch am Pizarro gesehen, sogar mit 40 kann man noch abgehen irgendwie, ne? Das ist ja auch echt cool. Freut mich auf jeden Fall für ihn. Ja, also wie gesagt, ich finde die Perisic-Verpflichtung super. Der ist einfach ein kompletter Spieler mit sehr viel Erfahrung. Und ja, jetzt kommen ja, hat Kovac gesagt, noch ein bis zwei Spieler dazu. Da sind wir mal gespannt. Ich denke, dass es Werner sein wird, weil er jetzt auch wechseln will. Unbedingt. Der kann ja dann auch auf dem Flügel spielen zur Not. Und ja, vielleicht kommt dann ja noch ein Spieler, den wir jetzt noch gar nicht auf dem Zettel haben. Oder Coutinho. Bin ich eher nicht so überzeugt, weil der ist wahrscheinlich schon sehr teuer. Also da wäre dann eine Laie gut. Der ist wahrscheinlich zu teuer. Und ja, die haben den für, weiß ich nicht wie viel Geld, 140 Millionen. Ich weiß gerade nicht ganz im Kopf, wie teuer Coutinho war für Barca. Aber er war auf jeden Fall... sehr teuer und ja, da ist ein Leihgeschäft gut, dann kauf wahrscheinlich einfach zu teuer, denke ich mal. Ja, das war's jetzt. Also ich würde sagen, der Transfer ist sehr gut für die Bayern. Wir sind mal gespannt, wie Perisic einschlägt und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr von dem Deal haltet. Bin ich sehr gespannt. Da gibt es geteilte Meinungen, das weiß ich. Weil es natürlich jetzt nicht Sané ist, aber was sollen die Bayern machen? Sie können natürlich jetzt auch schon verpflichten, aber dann kann man trotzdem 8 Monate nicht sehen. Ja. Wahrscheinlich kommt er dann, denke ich mal, wird er dann im Winter oder nächsten Sommer verpflichtet, wenn er verpflichtet wird. Wir werden abwarten, es wird auf jeden Fall noch was Transfers kommt, was auf uns zukommt. Ja, das war es jetzt erstmal von diesem Video und nächste Woche gibt es wieder Garden Warfare. Ich freue mich schon, da wieder was aufzunehmen. Bleibt dran, abonniert die Glocke, um nichts zu verpassen und wenn neue Transfers kommen beim FC Bayern, dann bin ich auch wieder am Start. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.